Servus, Clubfans! Ja, die Rückrunde startet nicht nur mit unserem Auftakt gegen Hansa Rostock am Samstag um 13 Uhr im Achteck, sondern auch mit einem neuen Format. Walle, du hast den Namen schon super auswendig gelernt. Sag ihn gerne mal. Block 44. Genau. Warum Block 44? Kannst du es dir irgendwie vielleicht erklären? Nicht wirklich, nein. Also Auflösung, im Max-Morlock-Stadion gibt es 43 Blöcke und wir sind jetzt quasi hier der 44. Also um was geht's? Ich erkläre es kurz ein bisschen, dass du auch Bescheid weißt. Also zum einen die große Neuerung zum alten Format Club Couch ist, dass ein Überraschungsgast nachher kommt. Walle weiß tatsächlich auch noch nicht, wer es ist. Wir freuen uns sehr. Ihr hoffentlich auch, aber ich glaube schon. Außerdem gibt's auch neue Quiz-Duelle, einmal gegen den Überraschungsgast, aber vorher schon. Da kann Walle oder der Spieler, der immer aus der ersten Männermannschaft dabei ist, schon mal für die interne Profi-Punkteliste Punkte sammeln. Und da gibt's immer Fragen zum Gegner. Und nachher sammelt er weiterhin Punkte, indem er dann eben gegen welchen Gegner auch immer spielt. Da haben wir dann auch Buzzer und alles da. Was bleibt, ist zum einen der Gegnercheck und eure Fragen, die ihr auf Instagram reingeschickt habt und ja eben die interne Punkteliste. Und ganz zum Schluss werden wir dann jedes Mal noch mit unserem Gast das Trikot hier unterschreiben. Und es wird dann an euch, an jemand Glückliches von euch, verlost mit allen Unterschriften am Ende der Saison. So, verstanden, oder? Verstanden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Walle, Trainingslager gut überstanden? Fragezeichen. Ja, körperlich gut überstanden. Natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben von den Ergebnissen her. Alles in allem finde ich aber trotzdem, dass das Training ordentlich war. Und ja, mein, wenn man solche Spiele hat, dann weiß man auch, woran man arbeiten muss. Das machen wir jetzt auch und das gilt es jetzt zu tun. Wie groß ist die Vorfreude auf Samstag, dass es endlich wieder losgeht mit der Rückrunde? Ja, groß. So eine Pause ist zwar dann immer schön, aber am Ende des Tages wollen wir alle spielen und wollen auch wieder ins Stadion. Von daher freuen wir uns sehr auf das Spiel am Samstag. Hansa Rostock, der Gegner, die werden bestimmt auch einige Anhänger mitbringen, wird bestimmt ein intensives Spiel, oder? Was glaubst du, was kommt da auf uns zu? Ja klar, Rostock auswärts immer viele Fans dabei, wenn man überlegt, welchen Weg sie auf sich nehmen. Ist auch ja mit dem neuen Trainer ist auch alles ein bisschen spannender, alles nicht ganz so einfach vorherzusehen wie vielleicht noch in der Hinrunde, sagen wir mal, beziehungsweise mit Alex Schwarz als Trainer. Aber ja, wir sind gespannt und wird auf jeden Fall ein heißer Kampf. Definitiv. Es gibt übrigens noch Tickets, also da auf jeden Fall noch der Hinweis, kommt gerne am Samstag um 13 Uhr ins Max-Morlock-Stadion, würden uns sehr freuen. So, wir fangen jetzt auch schon an, sind ja jetzt ein bisschen aufgewärmt, mit den ersten Punkten, die du sammeln kannst zum Gegner. Wir lernen den jetzt ein bisschen besser kennen, Hansa Rostock. Bist du bereit? Ja. Okay, erste Frage. Wie viele Tore hat Hansa Rostock in der Hinrunde erzielt? A12, B17 oder C21? 17. Richtig, stark. In Liga und Pokal ging es auf der Trainerbank gegen Alois Schwarz. Nach welchem Spieltag wechselte die Kogge den Trainer? Spieltag 14, 15 oder 16? Also nach dem Spieltag praktisch? Ja. Nach Spieltag 15. Nach Spieltag 16. 16, siehst du, sozusagen. Letzte Frage. Wer ist der beste Torschütze bei unseren Gästen am kommenden Wochenende? Ist es Junior Brumado, Markus Kolke oder Lukas Hinterseher? Junior Brumado. Ja, okay, war vielleicht ein bisschen zu einfach. Also, Kolke sicher nicht. Ist okay, oder? Ja, ist okay, kann ich mit leben. So, und um die Gäste jetzt nochmal genauer zu beleuchten, haben wir natürlich Club TV wieder beauftragt, den Gegnercheck zu machen. Und den gucken wir uns jetzt an. Raus aus dem Block und rein ins Max-Morlock-Stadion. Wir empfangen am Samstag bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Hansa Rostock. Das Pokalspiel endete, wie wir alle wissen, dramatisch und zu unseren Gunsten. Am ersten Spieltag hingegen hatte der Club Federn gelassen, also stehen die Zeichen auf Revanche. Die kriselnde Kogge hat noch vor dem Ende der Rückrunde Alois Schwarz entlassen und mittlerweile Mersat Selim Begovic vorgestellt. Der ehemalige Trainer von Jan Regensburg war seit dem vergangenen Sommer vereinslos und soll Hansa jetzt in ruhigeres Fahrwasser führen. Was wir also konkret vom kommenden Gegner erwarten können, ist eine Wundertüte. Im letzten Testspiel gegen Drittligist VfB Lübeck reichte es nur zu einem Remis, zuvor verlor man gegen den LASK und bezwang die Dortmunder Reserve.
Am 17. Spieltag setzt es für die dort noch von Interimstrainer Uwe Speidel verwaltete Elf eine herbe 0:3-Pleite in Paderborn. Tabellarisch rangiert Rostock derzeit auf dem Abstiegsrelegationsrang mit 17 Zählern. Rot-Schwarz steht 7 Punkte besser da und grüßt vom Platz 10. Die Bilanz könnte in der Liga ausgeglichener nicht sein. In erster und zweiter Liga brachte das Duell 7 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen hervor. Einzig im Pokal haben wir die Nase vorn. In 3 Aufeinandertreffen holte der Club 3 Siege. Was ist euer Tipp? Schreibt ihn gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im Stadion. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen in unserer Kategorie Clubfans Fragen. Auf Instagram hattet ihr, wie gesagt, die Möglichkeit. Falls die ein oder andere Frage nicht dabei ist, schaut euch gerne mal den letzten Teil der Clubcouch mit Enrico Valentini Anfang November war es, glaube ich, an. Da haben wir schon einige beantwortet, die haben wir jetzt rausgelassen. Wir kommen zur ersten Frage. Simon fragt, wer ist denn der lustigste Mitspieler in deiner Laufbahn beim Club gewesen? In meiner Laufbahn beim Club der lustigste Mitspieler? Boah, da waren einige. Boah, schwierig. Also, ist ein bisschen undercover, aber über Christian Mortegna lache ich mich jeden Tag kaputt. Chris Mortegna ist einer, ich glaube, der erste Platz geht an Tim Leibold. Ja. Ja, Tim Leibold in Verbindung mit Sebastian Kerk war extrem witzig, ja, war jeden Tag Action. Aber da gab es auch ganz auf verschiedene Art und Weise noch lustige. Everton war witzig, Hanno auf seine Art und Weise. Da gibt es schon einige. Jumbo jetzt in der Mannschaft. Da sind schon einige mit dabei gewesen. Okay. Luca fragt, was ist denn das schönste Stadion, in dem du diese Saison spielen durftest? Heimspiele ausgeschlossen. Das schönste Stadion diese Saison? Kaiserslautern, relativ sicher. Ja. Wegen der Stimmung oder auch? Alles, mir hat das Stadion schon immer gefallen. Finde es ein super Stadion mit dem Aufzug da hochfahren in die Kabine. Ich weiß nicht, ob die Fans das sehen können. Wir kommen mit dem Bus unten an und fahren mit dem Aufzug hoch in die Kabine. Das ist schon besonders. Und es ist groß, aber trotzdem am Platz. Ein sehr, sehr schönes Stadion. Mhm, definitiv. Erik Schuranov, wie läuft Fußballtennis ohne mich? Gerade gar nicht. Gerade spielen wir gar nicht. Wizard hat so ein bisschen Fußballtennis abgesetzt, aber ich glaube, bald könnten wir wieder anfangen. Es juckt schon ein bisschen in den Füßen. Für mich das schönste Spiel hier. Ja? Ja, absolut. Wer hat im Duell Walle gegen Erik Schuranov so gewonnen? Ein Gentleman genießt und schweigt. Ich lasse es mal so. Okay. Matze fragt nach deinem Lieblingsbibelvers. Lieblingsbibelvers? Boah, gibt's viele. Sag ich mal, der auf meinem Schuh steht, das ist Josua 1, 8 und 9. Und was? Da steht, sei mutig und stark und lass dich nie verunsichern. Dein Gott ist mit dir. Sehr gut. Nico fragt, wer denn die schlimmste und die beste Frisur im Team hat? Ach so, wird jetzt auch Feuer von außen gelegt praktisch. Nein. Schlimmste und beste Frisur. Also, schlimmste, ich muss ihn leider nehmen. Es geht leider nicht anders aktuell. Jens Kastrup, der Arme. Der wird mich jetzt auch verfluchen wahrscheinlich. Ja. Die beste Frisur. Schwierig. Du kannst dich ja natürlich auch selbst nennen. Nee, machen wir nicht. Machen wir. Nee, Thailand sage ich nicht, sonst feiert er sich. Schwierig. Ach komm. Wer denn? Schleimi, komm. Ja? Schleimi. Christopher Schindler? Oh, Schindy. Ja. Du hast recht, Schindy. Julian fragt, welche Erinnerungen du an den VfR Aalen hast und den Aufstieg damals. Oh ja, sehr gute, sehr, sehr gute. An Aalen allgemein, es waren 4 schöne Jahre, wo ich auch gute Freunde im wahrsten Sinne kennengelernt habe, die, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Und die Aufstiegsmannschaft und auch die Mannschaften danach waren unglaublich. Nur schöne Erinnerungen. Mhm. Die letzte Frage, wer ist denn der bekannteste Kontakt in deinem Handy? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Wir auch. Das ist eine sehr gute Frage. Kontakt? Boah. Auf Anhieb? Weiß ich gar nicht. Also muss auch nicht unbedingt ein Fußballer sein, ne? Also vielleicht Schauspieler, Politiker, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die Nummer von Dante, von Bayern. Okay. Damals. Genau, aktuelles weiß ich gar nicht, nie mit ihm geschrieben, aber ich habe die Nummer, er hat meine Nummer. Also, weiß ich nicht.
Aber mir fällt jetzt kein anderer ein, gerade aktuell, außer den Spielern, die hier die Fans sowieso alle kennen. Wie kamst du, Dante? Durch so einen Sportler-Bibelkreis, der zusammengeführt war, mehr oder weniger. Den haben wir in München gemacht und da waren eben auch ein paar Bayern-Spieler da und da habe ich ihn kennengelernt. Bist du da heute noch dabei? Gibt's den noch? Ja, den gibt's noch. Der ist immer in verschiedenen Orten. Ja. Okay, cool. Seid ihr auch mal in Nürnberg? Ja. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch bereit für unseren Überraschungsgast. Wir sind beide sehr gespannt. Also ich weiß natürlich, aber Walle vor allem. Hast du einen Tipp? Ich hatte dir meinen Tipp vorher gesagt, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre Hanno Behrens gewesen, würde passen. Oh ja. Mal okay, gucken. Wir gucken. Keule, wie schön ist das? Alles gut? Hi. So, darf ich Platz nehmen? Du darfst erstmal auf die 8. Ich gehe auf die 8. Genau, und kommst dann aber gleich runter, weil dann gehe ich. Ja, Walle, gar nicht erwartet? Nein. Oder echt nicht? Überhaupt nicht. Basti Dorit habe ich jetzt nicht erwartet, ne? Wie schaut's aus? Gut? Ja, auch gut. Wie war's im Trainingslager? Ja, warm. Warm, ne? Gutes Wetter, gell? Ja. Freust dich schon, 14 Uhr, gell? Geht's in Eisregen? Ja, das passt schon. Ist alles gut. Solange der Rasen grün ist, alles in Ordnung. Und ich dachte, du kommst da sofort drauf. Nein, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil in Verbindung, ich habe es halt in Verbindung mit Fußball gebracht. Ja, okay. Wenn du mir jetzt einen kleinen Tipp gegeben hättest, dann hätte ich es wahrscheinlich sofort gewusst. So, ehrlich. Freue mich. Schön. Ja. Guck mal. So, ich lasse euch auch gleich alleine. Erstmal ganz kurz aber zu Basti, ehemaliger Nationalspieler im Basketball, spielt aktuell für die Nürnberg Falcons in der zweiten Basketball-Bundesliga. Wie läuft's bei euch gerade so, um erstmal kurz auf euch zu kommen? Durchwachsen, würde ich mal sagen. Wir hatten einen guten Saisonstart. Dann zwischendurch meine 6-Niederlagen-Serie, haben uns aber dann wieder rausgekämpft. Und jetzt leider Gottes die letzten 4 Spiele auch wieder verloren. So ein bisschen durchwachsen und hoffen auf baldige Besserung. Ja, wir hoffen auf jeden Fall mit. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Ich glaube, du hattest ein paar Verletzungen diese Saison. Ich hatte altersbedingte Probleme mit meinem Knie. Walle, wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten als 89er Baujahr. Und von daher, ich habe ein bisschen Verschleiß im Knie und musste da 4 Wochen pausieren, aber jetzt bin ich wieder fit. Sehr gut. Und glaube ich, durch den Vater damals zum Club gekommen, auch oft im Stadion mit dabei, freuen wir uns natürlich sehr. Hast dich auch irgendwann dafür entschieden, Clubmitglied zu werden. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung? Tatsächlich gab es da ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist so ein Angebot. Ja. Und da habe ich mich und meinen Sohnemann direkt mit reingebracht. Und der natürlich auch begeisternder Club-Fan ist, großer Walle-Fan. Sein Lieblingsspieler ist aber leider nicht der Walle, sondern Martin. Er ist großer Torwart-Fan. Mein erstes Club-Trikot war auch vom Andi Köpke. Ah, okay. Ja, passt gut. Was sollst du machen? Ne? Okay, super. Danke dir schon mal. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Quiz-Duell und freuen uns sehr. Und du nimmst hier Platz. Jo. Alter, Quiz-Duell, ne? Boah, bin ich gespannt jetzt. Erste Frage. Es gibt übrigens keine Minuspunkte, ne? Und Walle, du bist der Einzige, der Punkte sammelt. Aber Basti will natürlich hier die Fahne der Gäste auch hochhalten. Also, wie heißt der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg mit Vornamen? Wer war als Erster? Markus. Okay, gib's ihm. Gäste gehen vor. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? Brasilia. Ganz stark. Wer das entscheidende Tor im DFB-Pokalfinale 2007 schoss, wissen wir alle. Wer erzielte die anderen beiden Treffer für den Club? Marek Mintal und Marco Engelhardt. Stark. Wer war nach Hans Meyer Trainer des 1. FC Nürnberg? Thomas von Hesen. Boah, ja, ganz, ganz stark. Jetzt geht es um andere Sachen wieder. Basti, für dich vielleicht auch die Chance, nochmal irgendwie anzugreifen. Bastian Schweinsteiger hält mit 7 DFB-Pokalsiegen den Rekord bei den Männern. Wer ist es bei den Frauen? Alexandra Popp. Ja, stark. 12 an der Zahl.
Am dritten Spieltag der laufenden zweiten Basketball-Bundesliga-Saison wart ihr beide in der Arena. Wer war denn der Gegner? Kirchheim. Ja. Stark, ja. Letzte Frage. Sportlich ist neben Basketball und Fußball auch Eishockey eine echte Größe in Nürnberg. Welcher legendäre Spieler der Ice Tigers hat vergangenes Jahr die Schlittschuhe an den Nagel? Patrick Reimer. Ja. Das war's. Hätte ich vorher besser, ich würde sie aussprechen lassen. Ey, stark, stark. Du kennst dich halt aus, ne? Ja. Wenn es um Fußball geht. Ihr unterschreibt jetzt ganz kurz bitte das Trikot hinter euch. Der Stift ist auch irgendwo. Und Basti, du gibst mir bitte noch den Tipp ab fürs Spiel am Samstag. Was glaubst du, wie es ausgeht? Oh, ich glaube, das wird so ein richtig, richtig ekliges 2-1 für den Club. Das reicht mir. Trikot ist unterschrieben. Wie gesagt, verlosen wir dann an eine oder einen Glücklichen von euch nach der Saison. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem neuen Format. Danke auch für deinen Tipp, Basti. Walle hat ordentlich Punkte gesammelt für seine interne Liste. Wir freuen uns jetzt auch Samstag auf euch, vor allem natürlich bei uns im Stadion. 13 Uhr ist Anpfiff. Wie immer geht's eine Viertelstunde vorher im Fanradio los. Und in der Match-App kriegt ihr ab 9 Uhr alle Infos zum Spiel. Bis Samstag. Danke euch. Gerne. Servus. Servus. Servus.